Hoffentlich sieht man nicht, dass ich keine Socken anhabe. Hi, ich bin's, der Johannes, und herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog. Ich habe mich entschieden, einen YouTube-Kanal zu machen, auf dem ich euch ein bisschen an meinem Leben teilhaben lasse. Und zwar wollte ich hier hauptsächlich euch einfach ein bisschen zeigen, was ich so sportlich mache. In erster Linie schwimme ich. Fahre ich Fahrrad. Und ich gehe laufen. Alles drei zusammen. Ich mache Triathlon. Es gibt schon ein paar auf YouTube, die das machen, und ja, ich fand das immer ganz interessant. Vor allem, wenn ich selber trainiere, gucke ich mir so Videos gerne an. Und deshalb wollte ich jetzt. Was soll das Ganze hier bezwecken? Ich will das Ganze ja auch ein bisschen als Trainingstagebuch für mich selber nutzen. Was trainiere ich so? Wie sind die Fortschritte? Und wie komme ich meinen Zielen näher? Meine Ziele sind, oder eigentlich ist es nur ein Ziel, und zwar will ich nächstes Jahr eine olympische Distanz im Triathlon oder auch Kurzdistanz im Bereich von 1 Stunde 50 bis 1 Stunde 55 schaffen. Das ist ein bisschen schneller als meine bisherige Bestzeit. Ich hatte schon mal auf einer relativ genau vermessenen Strecke, würde ich behaupten, eine 1,56. Das heißt, ich wäre nochmal 1 bis 2 Minuten schneller. Geht natürlich nicht auf jeder Kurzdistanz, weil kommt natürlich auch auf die Radstrecke drauf an. Sind da 3000 Höhenmeter auf den 40 Radkilometern, wird das relativ schwer. Eigentlich gehört in den ersten Vlog noch rein, wie ich die Kurzdistanz so zusammensetze. Naja, sagen wir mal, ich will die 1500 zwischen so um die 19 Minuten schwimmen. Ich würde die 40 Kilometer, sagen wir mal, in 58 Minuten Radfahren und die 10 Kilometer am Ende in 35 laufen. Das wäre schon sehr, sehr schnell. Dann wären wir laut meiner Rechnung bei 1,53, 1,52, Entschuldigung, Mathe-Genie. Und ja, dann kommt noch die Wechselzeit dazu. Also es wird ambitioniert unter 1,55. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ja, keine Ahnung, für was setzt man sich Ziele, wenn man dann so ein total einfach erreichbares Ziel ist. Ich bin auch nicht enttäuscht, wenn ich es nicht schaffe. Ich habe jetzt lange keinen Triathlon gemacht, um genau zu sein, 9 Jahre. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich werde versuchen, euch möglichst viel mitzunehmen. Hab bestimmt schon vom Schwimmen das ein oder andere Bild auch eingeblendet. Da habe ich schon aufgenommen. Das war es dann auch schon wieder. Und ich hoffe, ihr habt Spaß an den Videos. Wenn ja, lasst es mich doch wissen. Und wenn ihr Fragen habt, runter in die Kommentare.